Hallo liebe 1000 PS-Freunde und willkommen zurück hier auf dem Kanal. Es gibt ein neues Event-Video. Wir sind auf dem Maxaride Moto Festival für Adventure und Custom Bikes. Adventure meets Custom. Es ist noch super früh, ihr seht es im Hintergrund, es ist noch nicht allzu viel los, aber das wird noch. Ich habe schon jetzt gehört, es ist super international. Es kommen Leute von überall her, um sich das hier anzuschauen. Es ist der zweite Geburtstag, also noch ziemlich frisch, aber wir schauen auf jeden Fall, welches Potenzial dahinter steckt, welche Hersteller alle hier sind, welche Händler, und schauen uns alles für euch an, fahren auch eine Tour mit, also bleibt auf jeden Fall dran. Fun Fact, hinter dem Danny, dem Videografen, ist das Maxaride Schloss, da wohnt tatsächlich die Familie Lobkowitz immer noch drin, das heißt, keine privaten Führungen sind möglich, aber 1730 wurde hier in der Brauerei tatsächlich von einer Frau das braune Brauhausrecht, die Brauhausgerechtigkeit eingefordert, also das Bier kommt hier auch nicht zu kurz. So, was ist es denn jetzt? Es ist Klim Climb. Wir decken es jetzt erstmal direkt auf mit dem Domi hier zusammen. Das ist die erste Frage. Wie ist es richtig? Climb kommt aus Nordamerika, wird auch so ausgesprochen, oder was, in dieser Premium-Hersteller für Adventure, Offroad und auch Straßenbekleidung. Perfekt, dann wäre das schon mal geklärt. Aber du hast auch noch was ganz Cooles anderes. Wir blenden euch auf jeden Fall noch Videoaufnahmen dazu ein. Vor allem jetzt bei diesen Temperaturen ist natürlich auch immer eine wichtige Sache, gute Durchlüftung, dass man jetzt nicht überhitzt. Und ihr habt da was Schönes hier vor uns hängen. Genau, für die sommerlichen Temperaturen jetzt in Mitteleuropa oder was bietet sich die Badlands Pro ideal an, die bei den wechselhaften Bedingungen oder was absolut wasserdicht ist durch die Gore-Tex Dreilagen-Laminat-Technik, die wir verwenden, aber mit 16 Lüftungen unerreichte Qualität natürlich hat bei 30 Grad plus, wenn du alles aufmachst oder was und du dann deutlich spürst oder was, dass du keine Überhitzung am Körper hast. Perfekt. Hast du es selbst auch schon mal ausprobiert? Ich selber bin Testfahrer und fahre an die 100.000 Kilometer im Jahr. Fahre natürlich mit der Badlands ganz gerne im Sommer, weil die Vorzüge und die Souveränität, wenn da mal ein Regenschauer kommt, du machst einfach deine Lüftungen zu und fährst einfach weiter. Der Regen ist vorbei, du machst die Lüftungen auf und du hast ein perfektes Klima unterhalb deiner Motorradbekleidung. Und ihr habt auch vor, nächstes Jahr wieder mit dabei zu sein? Der Plan ist auf alle Fälle, also wir haben für nächstes Jahr die Tourplanung oder so für uns, wo wir gerne teilnehmen wollen oder was ist, Maxlreiter oder was, ist noch nicht durchgestrichen. Wir sind da froher Dinge, dass wir wieder dabei sind. Es ist ein lässiges Event da, sind coole Leute und taugt uns. Sehr gut. Wir haben auch schon gehört, wir haben gerade kurz gequatscht, auf der EICMA kommen natürlich auch coole Sachen auf euch zu, also schaut da auf jeden Fall auch vorbei und ich danke dir für deine Zeit. Danke für dieses Interview. So, ich sitze hier mit dem David von Yamaha und was mich hier wieder interessiert, das Event ist ja noch wirklich jung, es gibt seit letztem Jahr erst und es ist alles noch quasi im Aufbau, aber gibt es etwas, was für dich oder auch für euch als Marke jetzt besonders heraussticht, was es so einzigartig macht? Die ganzen Enduro-Freaks, das ist Wahnsinn, was du hier mitnehmen kannst, auch von einem Input von außen, das ist wirklich wahnsinnig cool. Das gefällt uns sehr gut. Und wahrscheinlich auch, dass es so international ist. Es kommen wirklich Menschen von überall her. Ne? Du hast schon gesagt, welche Länder sind alles dabei gewesen? Ich habe schon Schweizer gesehen, Österreicher habe ich schon gesehen. Italiener sind hier schon vorbeigeschlendert. Also es ist wirklich überregional.
Mega, also scheinbar diese Idee, dass es wirklich so ein europäisches und wirklich großes, angesehenes Event werden soll, das scheint sehr gut zu klappen. Und was ich natürlich auch wissen möchte, gibt es von deiner Sicht aus ein Essential von Yamaha, was bei einer Offroad-Tour nicht fehlen darf? Die Teneré? Definitiv. Ganz besonders die Extreme Edition, die ist natürlich fürs Grove gedacht, aber man kann mit jeder Teneré sehr gut im Gelände unterwegs sein, aber auch auf der Straße. Dann bin ich mal gespannt, die Teneré wird hier wahrscheinlich auch fleißig dann verliehen werden, ne? Und ausgetestet. Ja, durchaus. Genau. Durchaus. Und wir schauen auf jeden Fall weiter. Ich danke dir. Vielen Dank. Danke euch. Viel Spaß bei dem Event. Danke. Enduristan, einer der Gepäckstückhersteller in der Motorradszene. Der Andi steht hier neben mir und hat mir eben verraten, ihr habt was super Cooles, Neues im Sortiment. Was ist das genau? Es handelt sich um den Nachgänger unseres legendären Sandstorm 4 Tankrucksacks. Die heißen jetzt 5. Man achtet sehr mittlerweile auf Nachhaltigkeit. Die kommen nicht mehr in einer Plastikfolie, sondern in Papier, Butterbrotpapier. Die Schnüre sind recycelbar, die Manuals werden zum Teil nicht mehr mitgedruckt und sind auf Recyclingpapier gedruckt, die Codes. Das ist jetzt das kleinste Modell. Wir haben 3 verschiedene Größen und das Topmodell hat eine sehr, sehr umfangreiche Ausstattung innen. Das können wir uns ja mal anschauen. Wir schauen uns das einfach direkt mal an. Mittlerweile werden sie zur Seite aufgemacht. Also 100% wasserdicht und kommen dann mit herausnummern Dokumententaschen. Mit kleinen Cases, mit einem Schultergurt und alles extrem variabel. Also ich nehme das, mache es darüber, das kann ich wegmachen. Ich kann den komplett rausnehmen zum Reinigen, die Innereien. Genau. Hier ein Gurt zum Tragen, um den Bauch zu binden. Also die Dinger sind extrem flexibel. Wieder kleine Taschen. Und wenn ich das Ganze nicht möchte, lasse ich es einfach zu Hause. Super, das ist wirklich, das ist jetzt die größte Größe? Das ist die größte Größe, die hat 6 Liter. 6 Liter, also damit kann man tatsächlich auch schon eine Menge anfangen. Hier oben ist das Wolle-System, wo man dann als Option auch wasserdichte Kartenfächer bekommt. Sehr cool. Wer da noch mehr Infos möchte und sich das Ganze live anschauen möchte, der schaut vielleicht bei euch auf der EICMA vorbei oder geht auf die Webseite. Und ja. Oder nächste Woche beim U-Church. Quatsch, beim Glamsic, genau. Also schaut's vorbei. Danke dir. Danke. So, eine ganz andere Kategorie, die wir hier auch vorgefunden haben. Wir sind bei GasGas. Der Jonas sitzt neben mir auf einem sogenannten Moto. Wir sind hier schon angekommen, waren so, okay, Pitbike, Pocketbike, irgendwie so ganz passt es nirgends rein. Erzähl gerne, wie ihr drauf gekommen seid. Genau, das ist, sind die Motos als ganz normales E-Bike, das heißt ohne Gaszug, ganz normal als E-Bike, als Fahrrad. Das heißt auch keine besondere Zulassung, auf die man achten muss, kann jeder ganz normal drauf fahren. Farmers 25 sind einfach eine super Gaudi, also es macht super viel Spaß, damit ein bisschen über das Feld rüber zu brettern und auch durch die breiten Reifen kommt einfach so ein Kindheitsgefühl auf. Also das Fahrrad vermittelt Spaß und mehr eigentlich nicht. Du hast schon gesagt, ihr hattet am Anfang ein bisschen Bammel, weil es halt wirklich so was ganz anderes ist, aber es kommt ziemlich gut an. Ich sehe es auch immer hier mal rumdüsen, ne? Ja, genau. Also sobald halt jemand auf dem Fahrrad sitzt, siehst du schon alle Blicke folgen dem Fahrrad. Und wir haben auch hier einen Ansturm, teilweise sind alle Fahrräder weg und wir haben gar nichts zu tun oder würden gerne mehr Bikes ausgeben, aber es ist einfach ein saumäßiger Spaß. Genauso muss es sein. Ich danke dir und wer weiß, vielleicht kommen wir vorbei und probieren es selbst mal aus. Okay. Kommen wir gleich wieder. So, wir probieren es jetzt mal selbst aus. So, ich stehe hier mit dem Christopher von Zweiradwerke, Motorradhändler seit 2018 und wir haben ja jetzt hier im Video vor allem auch diese Custom-Sparte, wollen wir gerne mit dabei nehmen und ihr seid eigentlich der richtige Ansprechpartner, denn Hinter uns steht schon das total coole Maschine. Erzähl uns gerne ein bisschen mehr dazu. Also wir verkaufen nicht nur BMW-Motorräder, sondern wir customizen sie ja und Thema Flattrack ist hier entstanden mit der Firma Pike Brothers zusammen. Wir haben ja 18 Nummer als Basis und die Idee waren diese Flattracker und Helmclimber der 30er Jahre. Sieht man an der Bereifung, also alles rustikal, grob,
wieder kühler auch im Stil der alten Gässen aus den 80er Jahren. Man kann sogar hier Raviolo-Dosen warm machen. Das muss ich mir unbedingt zeigen. Da ist nämlich, sind zwei Dosenhalter direkt dabei, damit ja, das Ganze schön aufgewärmt wird. Ne? Genau. Also, ich nehme an, eine gemütliche Fahrt durchs Chiemgau. Zwei Raviolo-Dosen, halbe Stunde später, Pause, aufmachen, essen, fertig. Und hinter mir zum Bike hast du auch eine Story? Ja, das ist Strich 5 BMW, aus der sich der R18-Rahmen ableitet und die Tankform zur R18. Also die Rahmen, dieses senkrechte Rohr, der Tropfentank, das ist praktisch Designvorbild für die R18. Das ist so ein bisschen die Story daraus. Und ja, ich liebe alte Bikes und das dann noch in der Moderne ist einfach eine geniale Kombination. Sehr cool. Heißt, wenn man eine coole Idee hat für seinen BMW-Motorrad, dann kann man quasi sagen, ey, ich habe da eine Idee, könnt ihr das umsetzen? Genau, können wir machen. Ihr wisst Bescheid. Also Custom Bikes, schaut bei Zweiradwerke vorbei und ich danke dir für deine Zeit. Gerne. Sehr gut. Wir sind hier bei Honda direkt am Verleih der Motorräder und natürlich Adventure, Custom Bike, das Thema hat Honda jetzt hier so ein bisschen, bringt so ein bisschen Abwechslung mit rein und ich habe den Thomas getroffen und du meinst, du bist hier eben die Monkey gefahren. Wie hat es dir denn gefallen? War super. Also man muss ausprobieren, es ist ein richtiges Highlight. Ich glaube, das steht keiner sag ich mal, CBR oder irgendwas hinten nach. Es ist einfach lässig. Man muss halt kleine Straßen fahren, man fährt im Wald oder durch die Stadt und es ist gigantisch. Wie lange war denn eure Tour, die ihr gemacht habt? Wir sind jetzt fast eine Dreiviertelstunde gefahren. Ich glaube, vielleicht waren es auch 35 Minuten. Ich weiß es nicht genau. Man vergisst die Zeit dabei. Und du sagst also, auch Adventure Bikes, das hat hier trotzdem so seinen Platz. Das muss unbedingt mit dabei. Absolut, wir sind sowas schon mit 16 gefahren. Also wir waren schon die Generation, wo das Urgerät gesehen hat. Sehr cool, ich danke dir auf jeden Alles Fall. Klar. Liebe Grüße noch an Zonko und an Nils. Servus, Hamadiri. So, ich musste mir ganz kurz den Guido hier zur Seite holen, denn der Guido hat etwas ganz Besonderes mitgebracht, tatsächlich super einzigartig. Vielleicht magst du uns kurz was zur Funktionsweise, zur Historie erzählen, was du dabei hast. Danke, hallo. Das ist hier das erste große Allradmotorrad, was eben mit einem semi-permanenten Allradantrieb ausgestattet ist, der sich automatisch zuschaltet, sobald ich eben am Hinterrad 5% Schlupf hat und deswegen in jeder Geländesituation genauso wie auf der Straße funktioniert. Also es ist ein komplett alltagstaugliches Motorrad, sehr leicht, sehr dynamisch und sehr gut zu fahren. Was natürlich auch interessant ist, wie bist du überhaupt drauf gekommen? Ja, drauf gekommen, das fängt natürlich mit der Problemstellung an, dass man als Endurofahrer sich auch gerne mal festfährt. Dann ist natürlich irgendwo immer wieder Bergen angesagt, der Spaß vorbei. Und das Ganze lässt sich natürlich lösen, wenn man zwei angetriebene Räder hat. Dann passiert das eben einfach nicht. Und das war so die Grundidee. Dann fängt man an zu konstruieren und Lösungen zu entwickeln, zumindest ich. Versuche das dann und dann kommt man irgendwie an den Punkt, dass man auch der Frage eben etwas diskreter nachgeht und versucht, ein Motorrad zu entwickeln. Dann muss man es auch bauen und zum Schluss hat das Ganze eben so gut funktioniert, dass auch einfach naheliegend war, das Ganze zu homologieren. Also das ganze Motorrad ist nach Euro 5 homologiert und jetzt komplett straßentauglich und jetzt sind wir eben auch genau an dem Punkt, wo wir auch mit einer Kleinserie das Ganze auf den Markt bringen wollen. Genau. Ich bin mir sicher, das ist nicht das letzte Mal, dass wir davon gehört haben. Ich danke dir für deine Zeit. Gerne. So, wir haben uns jetzt hier bei Held eingefunden. Ich stehe hier mit der Frauke. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, auf Gerne, jeden Fall. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir freuen uns immer, euch zu sehen. Und du hältst schon etwas ganz Interessantes in der Hand. Erzähl da gerne mal. Ja, sehr gerne. Also hier, wir sind hier das erste Mal bei Maxlride mit dabei und haben dieses Jahr als Schwerpunkt die eVest bzw. unsere eVest Pro. Und um das einfach den Besuchern ein bisschen näher zu bringen, haben wir die Möglichkeit geboten, dass man uns bei uns eine eVest leihen kann. Das heißt, ich kann die wirklich anprobieren, bei einem der Partner hier ein Bike leihen oder mit dem eigenen natürlich und einfach mal gucken, wie taugt mir das, wie trägt sich das drunter. Und nebendran am Nachbarstand ist ja auch In Motion, unser Partner in der Zusammenarbeit mit den eVest, die Technologie dahinter entwickeln. Und gemeinsam machen wir dann auch Demo-S-Lösungen. Also wer sich dafür interessiert, kann einfach vorbeikommen und sich damit mal in die Luft sprengen lassen, würde ich gerade sagen. Also es ist einfach testen, wie sich das anfühlt, wie stark diese Airbag-Weste aufbläst. Weil das ist eine ganz coole Sache, um einfach
was ganz Leichtes am Körper zu tragen und trotzdem den vollen Schutz zu haben und die Wahrscheinlichkeit geringer ist, sich zu verletzen beim Motorradfahren. Ja, vor allem bei Temperaturen wie heute, weil wir haben bestimmt über 30 Grad und es ist unglaublich warm. Richtig, genau. Ja, also trägt sich das einfach ganz gut drunter. Man muss natürlich trotzdem eine Motorradjacke drüber tragen. Also es ist nicht so gedacht, dass man das jetzt nur trägt und dann irgendwie ärmellos fährt. Man braucht schon irgendwo was Abriebfestes dann noch am Körper. Und, aber es ist einfach eine ganz tolle Geschichte. Der Airbag, der auslöst innerhalb von 60 Millisekunden. Und ja, es trägt sich relativ leicht drunter, ist mit Meshmaterial, also durchaus auch was bei so sommerlichen Temperaturen. Kann man durchaus machen. Ja, die Technologie lassen wir uns tatsächlich auch von In und Motion noch erklären, genauer, mit der Box, die da noch zukommt und alles drum und dran. Wie ist das denn, wenn man das jetzt ausprobiert und man legt sich tatsächlich hin und es löst aus? Mhm. Kommt man dann einfach zu euch und... Das ist das Gute an den Held eVest. Man hat die Möglichkeit... Das, also hier hinten, ich mache das mal auf, ist quasi so eine Kartusche verbaut. Die ist jetzt hier nicht verbaut, sondern einfach nur diese Lücke. Ich muss gerade mal gucken, ob wir eine da haben. Also hier ist so eine Kartusche drin verbaut. Da ist quasi ein Argon-Gas-Gemisch dann drin. Das heißt, die sorgt dafür, dass die eVest aufbläst, wenn sie auslöst. Und das Gute an unseren Westen ist, dass man das selber tauschen kann. Also man tauscht einfach diese Kartusche aus. Packt sich vielleicht eine mit ins Gepäck, wenn man in Urlaub fährt oder wenn man auf die Rennstrecke fährt, nimmt man sich welche mit. Somit muss man also nicht extra nach einem Sturz zu uns kommen, sondern kann das selber tauschen bis zu 5 Mal und danach sollte man sie halt mal einschicken, damit man so einen kleinen Service-Check machen kann. Aber ansonsten ist es echt eine ganz praktische und coole Sache, weil man eben autark ist damit. Sehr cool. Vielleicht probiere ich das tatsächlich selbst mal aus. Ich glaube, so eine Airbag-Sache ist schon echt interessant und auch wichtig. Und ja, ich danke dir für deine Zeit. Amelie bei Michelin. Michelin, Michelin, wie ist es dir lieb? Das ist immer wieder die Frage, ne? Genau, ne? Wir sind ja hier in Deutschland, also Michelin im Französischen richtig ausgedrückt, ne? Aber wir sind ja hier in Deutschland und deshalb ist Michelin passt. Ja? Genau. Erste Frage geklärt. So, ihr habt doch bestimmt hier passend zum Adventure-Enduro-Thema was im Sortiment. Welch ein Zufall. Ne? Ja, welch ein Zufall, genau. Wir sind hier ja auf einem tollen Adventure-Event. Ne? Und entsprechend ist auch, jetzt haben wir hier unsere Produktpalette dargestellt. Wir sind ja breit aufgestellt. Ne? Wir haben ja für alle Einsätze entsprechende Reifen. Aber wie gesagt, wir haben jetzt hier gedacht, okay, Adventure, der Link zu Adventure. Und entsprechend sind wir hier jetzt auch mit den Reifen aufgestellt für die Reise-Enduros, ne? Die wir hier auch hier hauptsächlich antreffen. Ne? Und im Prinzip können wir hier so unsere Customer Journey nehmen. Ne? Praktisch hier angefangen, ne? Mit dem Anarchy Road. Ne? Für die Fahrer, die auf der Straße hauptsächlich verortet sind. Ne? Also die den größten Teil auf der Straße oder ausschließlich auf der Straße verbringen. Was auch in dem Segment durchaus üblich ist. Ne? Viele genießen ja das Fahren auf der Straße, was ja mit diesen Fahrzeugen sehr komfortabel ist. Und entsprechend ist auch dieser Reifen ausgelegt, der ist auf den Straße ist er verortet. Du hast einen tollen Nassgrip, ne? Du hast einen tollen Trockengrip bei dem Reifen und auch die Laufleistung ist entsprechend für dieses Segment gesetzt. Mhm. Ne? Weil wir sind touristisch unterwegs und da ist auch eine Laufleistungserwartung da und die erfüllt dann auch dieser Reifen. Ne? Ja. Dann sind wir hier in unserem Segment in der Mitte etwas angelegt. Ne? Wir wissen auch, die Reiseenduristen sind auch ab und zu mal ein bisschen im Terrain, im Gelände unterwegs. Das ist ein Reifen, der ist so bei 80-20 angelegt, also 80% Straße, mal ein Sprung, auch mal ein bisschen ins Gelände. Ne? Wenn man will, dann kann man. So sieht es aus. Ne? Allerdings nicht für Hardcore. Ne? Schotter und so weiter, mal ein Feldweg, kann man gut mit diesem Reifen fahren. Ne? Und vor allen Dingen ist es ein Reifen, der auch authentisch aussieht, ne, in diesem Segment. Ne? Wir wissen ja Reise-Enduros, ne? Und das sind Reifen, die auch sehr gut in das Segment reinpasst. Ne? Also auch von der Optik her. Ne? Aber trotzdem hat er auch einen sehr guten Nässegrip, er hat auch einen guten Trockengrip und funktioniert hervorragend auf der Straße. Ist davon abgesehen auch ein Ortsausrüstungsreifen vom BMW. Ne? Er ist also bei der 1300er GS ist er ab Werk drauf. Er war auch vorher schon bei der 1250er GS ab Werk drauf. Ne? Und wie gesagt auch in unserem Retail-Programm, also für den Ersatzmarkt auch verfügbar. Ne? Und quasi die letzte Stufe fehlt? Das ist dann Hardcore, ne? Quasi. Ne?
Also das ist ein Reifen, er hat eine Straßenzulassung und er funktioniert auch tatsächlich auf der Straße. Ne? Aber er ist aber auch für die, die wirklich auch mal in härteres Gelände einsteigen wollen, ne? Schotter, vor allen Dingen auch wenn es schlammig wird. Ne? Ihr seht, der Reifen, der hat relativ viel Profil negativ. Ne? Das bedeutet also, er kann auch gut wieder auswerfen, das Material, ne? Und bietet somit auch in schwerem Gelände eine ordentliche Traktion und dass es vorangeht. Ne? Aber ohne, dass er jetzt nicht auf der Straße funktioniert, ne? Klar. Allerdings, er ist hauptsächlich auch dafür gemacht, dass ich im Gelände nicht stecken bleibe. Also da geht es voran, ne? Und entsprechend ist er auch dann etwas grobstolliger profiliert. Ne? Grundsätzlich auch bei 170 km/h ist dann Schluss. Ne? Entsprechend muss auch ein Aufkleber gesetzt werden, ne? Weil er ist nur für Höchstgeschwindigkeiten bis 170 km/h zugelassen. Ne? Aber das reicht fürs Gelände dreimal aus. Sehr cool. Ihr habt ja wirklich dann für alle was mit dabei, sowohl für das gemütliche Cruisen als auch Vollblut-Enduristen. Ja. Und ja, ihr seid nächstes Jahr wieder mit dabei hier. Gerne. Sehr gerne. Kurze Antwort und so wollen wir das sehen. Ja. Ich danke dir für deine Zeit. Ja, gerne. Ne? Also ich danke euch. Ne? Gute Zeit, ciao. Danke. So, wir dürfen natürlich Triumph auch nicht vergessen. Die sind auch mit dabei. Und es wurde ja schon angeteasert, die Markteinführung der TF250X. Und da darfst du mir super gerne, Christoph, erzählen, wie kommt die an? Und die wird ja auch hier schon testgefahren. Was sind da so die Rückmeldungen, die ihr bekommt? Ganz genau. Also es gibt seit ein paar Monaten gibt's jetzt die neue Motocross von Triumph, die TF250X. Und wir waren jetzt schon auf einigen Motocross-Strecken unterwegs, haben viele Fahrer fahren lassen, haben jetzt schon gute Fahrer gehabt in den ersten Rennen, also national, international, sind jetzt schon aufs Podium gefahren, das super Feedback, weil das aktuell die leichteste 250er Viertakt ist, was gibt, mit 104 Kilo fahrfertig und der extrem leistungsstarke Motor mit 48 PS knapp. Und wir haben jetzt wirklich gute Komponenten da drin verbaut, wie ein Kayaba-Fahrwerk, Aluminiumrahmen, die ist extrem schlank. Und sehr spurtreu auf alle Fälle, ja. Und so von den anderen Modellen, die Tiger, die neuen Scrambler, auch die 400er Modelle, sind die auch gut im Rennen? Man sieht hier im Hintergrund immer mal wieder neue Touren wegfahren. Also wir haben gestern schon extrem viele Probefahrten gehabt, heute auch wieder über 80. Und wir haben mittlerweile ein sehr breites Sortiment an Motorrädern. Gerade von der 400er bis hin zur 1200er. Und wir sprechen ja mittlerweile ganz viele verschiedene Typen an. Gerade im modernen Klassikbereich, Adventure-Bereich. Motocross, im Sportbereich, also wir haben wirklich ein ganz breites Sortiment mittlerweile hier. Ja. Ich würde sagen, ihr passt hier ziemlich gut in das ganze Event mit rein. Was haltet ihr denn vom Maxxl-Ride an sich? Habt ihr schon Highlights oder gibt es einen Aspekt, der euch besonders positiv auffällt? Ja, die Leute sind alle super entspannt, die haben wirklich viel Möglichkeit hier zum Testen. Wir haben auch vorne so eine kleine Motocross-Strecke, so einen kleinen Parcours aufgebaut und wird bei jedem wirklich sehr gut angenommen hier. Also wirklich super Stimmung, super Feedback von den Leuten, also perfekt für uns, ja. Ihr seid also auch hoffentlich bald wieder mit dabei. Auf alle Fälle sehen wir uns bestimmt nächstes Jahr wieder hier. Ich freue mich drauf. Ich danke dir. Danke, wir uns auch. Was vielleicht für viele, die hier auch aus dem Umkreis Rosenheim kommen, interessant ist, ist, dass Triumph schon auf dem letzten Event und auch über das letzte Jahr so viele Anfragen bekommen hat. Da es ja auch in München die nächste Filiale gibt, dass sie sich entschieden haben, hier in Umkreis Rosenheim eine eigene Filiale aufzumachen. Also, wenn da Interesse besteht, schaut auf jeden Fall vorbei. So our next stop is Moscow Moto, one of the two founders of the whole event. I'm standing next to Roel and I want to ask you, what was the main idea? What's the spirit behind the event and why is it happening? Yeah, well, it's a long story, I think. I've been traveling around the world for 11 years on a motorcycle and I've seen a lot of events internationally. Overland Expo in the US, for example, where a lot of people come together, also motorcycles, to celebrate this adventure spirit, this travel spirit. And then in Europe, there's also some events like ABR Festival in the UK, Barcelonette in France, and there was the BMW Days in Garmisch. And then all of a sudden BMW said, no, we're going to move to Berlin. And we were like, all right, we need to keep that here, near the mountains, where people want to ride, where all of Europe is coming to ride, enjoy the passes. And we also wanted something that was not brand specific. We wanted something that every rider was welcome to and was welcomed at. So everyone's here. Our competitors, as Moscow Moto, were the first ones to sign on. So this is a family.
And that's why we're doing this. Why we're doing it in this location, once the surroundings, the castle and the mountains are absolutely amazing, but also it's rather central to Europe, and we hope eventually that people from all over Europe will come. We already see that, Italians, English, Norwegians, Swedish, there's some Spanish here. So, yeah, exactly. So people are from really all over the place. I think last year we had like 35 different nationalities. I don't even know this year, but that's the spirit, bringing people together. They all want the same thing. They want to ride together. They want to have a good time together, have a good beer from the brewery together, learn new skills from the workshops, presentations that are inspiring to go out and travel, that kind of stuff. So we have some of the biggest world travelers here presenting about their trip. One guy that I actually rode with in Malaysia 13 years ago, is here, who is still traveling right now. And it's absolutely amazing to have these people together and get people energized to get out on two wheels. Thank you so much. I think it's an amazing project that you're starting to build, and I hope we're going to see each other next year, the upcoming years. I hope so too. Let's hope the weather stays like this also on Sunday. And that should help a lot, I guess. So, thank you guys for being here, and enjoy your weekend. So, wir stehen hier bei Royal Enfield. Ich bin neben der lieben Katrin und wir haben gesehen, es gibt natürlich nicht nur die schöne neue Himalayan zu beobachten, sondern hier im Hintergrund seht ihr schon das Black Mamba Racing Team und was da die Historie ist, das würde ich jetzt gerne von dir wissen. Ja, die Historie ist die, ich habe in Afrika die Ausbildung zum Ranger gemacht, zum Ranger Field Guide. Das heißt, ich darf Leute auf Safari bringen und bin dort, da geht es ja viel um Conservation, Nachhaltigkeit, den Tierschutz, das Tierwohl. Und ich habe mir überlegt, wie kann man das verbinden. Und die Motorrad-Community ist ja auch frei verwundbar, wenn die unterwegs ist, und sind aber einfach auch mit Regen und allem verbunden und sind eigentlich ähnlich wie die Tiere. Und da wollte ich eine Brücke bauen zu den Black Mambas. Die Black Mambas, die sind seit 2013 die erste weibliche Anti-Wilderer-Einheit, die dort die Nashörner und alle anderen zu schützenden Tieren bewachen, sich drum kümmern, und so ist die Kooperation entstanden. Sehr cool. Und quasi die Gelder, die ihr sammelt, die gehen dann an die Organisation? Ja, also wir selber sammeln die Gelder nicht. Also wir haben den Link direkt auf die Seite von den Mambas. Das heißt, die Leute können direkt spenden ohne Zwischenschritt. Das, was wir anbieten ab nächstem Jahr, ist Reisen zu den Mambas. Das heißt, die Leute kommen mit mir auf die Conservancy, kriegen dort ein bisschen Conservation Training, werden mit den Mambas am Lagerfeuer sitzen, werden erfahren, was passiert da. Und wir werden das auch mit dem Augenzwinkern mit Motorradfahren verbinden. Super, super interessant. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, wenn das für euch auch interessant klingt. Ich danke dir für deine Zeit. Also Infos gerne auch über den Instagram-Account Katrin Klewitz oder über red-riding-hood.com. Da ist die Seite, wo man mehr Infos dazu findet. Super. Vielen Dank. So, ich sitze hier neben dem Kai. Wir haben uns beim New Church Festival kennengelernt und uns auch hier beim Maxaride wiedergefunden. Royal Enfield ist ja schon seit dem letzten Jahr mit dabei. Was macht das Festival für euch so besonders? Ich finde dieses Thema mit dem Reisen, mit dem Adventure tatsächlich grundsätzlich sehr, sehr spannend. Das trifft ja voll unsere Markenwerte auch. Das ist ja das, wie wir draußen wahrgenommen werden. Und wir waren im letzten Jahr schon hier, hatten da auch schon großes Interesse der Leute an der alten Himalayan, an der luftgekühlten Himalayan. Jetzt haben wir natürlich die neue Himi hier und haben auch extra 3 Stück hier bei uns hingestellt, damit die Leute da wirklich sich ausreichend mit auseinandersetzen können. Und das ist der Grund, warum wir hier sind, weil wir tatsächlich dieses Reise- und Adventure-Thema nicht nur spannend finden, sondern wir können das auch perfekt bespielen. Wir haben das Motorrad, was im Himalaya fährt. Und wenn es dort fährt, dann kann es auch so ziemlich überall woanders fahren. Hast du denn die Himalayan auch schon hier im Schotter- oder Offroad-Kurs live in Action gesehen selbst? Hier jetzt noch nicht, aber wir sind, wie spät ist es? 12 irgendwie, sowas, es ist echt früh. Ich glaube, das wird sich aber im Laufe des Wochenendes mit Sicherheit noch entsprechend ergeben. Und ihr habt auch vor, auf jeden Fall beim nächsten Jahr wieder damit zu sein, hoffentlich auch in den folgenden Jahren. Unbedingt, tatsächlich. Ich habe das auch schon zu Matthias, zu dem Veranstalter, gesagt und habe gesagt, also ich sehe euch als nächstes ABR auf dem Festland. Also wir sind sehr, sehr gern hier. Wir sind nächstes Jahr auch wieder sehr, sehr gern hier. Und wer weiß, was wir nächstes Jahr für Motorräder dabei haben. Es bleibt spannend.
Und ich danke dir. Wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr genau hier wieder. Bestimmt. So, Christian, was darf an einem Tag nach der Adventure-Tour nicht fehlen? Ja, natürlich eine entsprechende Unterkunft mit dem notwendigen Service, was der Biker braucht, der nach einer stressigen, abenteuerreichen Tour zurückkommt von den Bergen, von einer coolen Tour. Und er braucht natürlich ein Hotel mit entsprechender Verpflegung, was kurz zum Essen, was kurz zum Trinken. Und da ist Moho, glaube ich, der richtige Anlaufpunkt. Wir sind vertreten im Alpenraum. Das heißt, von Südtirol rauf Tirol, Salzburger Land rauf bis Oberösterreich, Niederösterreich. Und haben da ein entsprechendes Netz von guten Betrieben, die spezialisiert sind auf Motorradfahrer mit dem Garage, Werkstatt. Natürlich, je nachdem, wie die Wünsche ausgerichtet sind, braucht man ein bisschen vielleicht der Wellness dazu, ein bisschen Massage, vielleicht den Rücken, wenn der Rücken wehtut. Das sind also diese Feinheiten, die wir halt anbieten können in unseren Betrieben. Und da hoffen wir natürlich, also nicht nur als die typischen Tourenfahrer, sondern auch die Publikum hier im Axelreit, sind auch ein bisschen die Offroad-Spezialisten dabei, aber die brauchen genauso wahrscheinlich ein gutes Bett auf die Nacht und was kurz zum Essen, wenn die dann zurückkommen von der Tour, damit sie dann richtig nächsten Tag wieder aktiv sind für und bereit für neue Daten und neue Touren. Auf jeden Fall. Wenn das dann aber so ist, okay, ich bin jetzt vielleicht nicht extrem viel Offroad gefahren, vielleicht habe ich sogar ein Custom Bike. Wie lange, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mit euch doch eine Tour fahren, eine geführte, wie lange sind die im Durchschnitt? Ja, je nachdem, wie die Wünsche halt sind und wie auch die Touren zusammengestellt sind oder die Gruppen halt zusammenpassen. Auch es gibt ja schnellere Gruppen oder langsame Gruppen, die, sage ich mal, das ist dann individuell zum Planen mit den entsprechenden Gästen, mit den Gruppen, je nachdem, wie groß die Gruppe ist, wie muss man sich darauf einstellen. Und wir sind auch da, glaube ich, kompetent, dass wir ein entsprechendes Programm zusammenstellen können für die Leute und dann sagen kann, okay, es gibt kürzere Touren mit 150 Kilometern, also Genusstour mit guten Rastmöglichkeiten oder dann längere Touren für die Sportlichen, die schnelleren und zügigeren Fahrer, wo man auch entsprechendes Programm anbieten kann. Also es ist für jeden was dabei, für den Vollblut-Enduristen, der sich vielleicht dann am Ende des Tages einfach entspannen möchte. Schaut auf jeden Fall mal vorbei bei den ganzen Angeboten und ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Sehr gerne, schönen Tag noch. Gleichfalls, danke. Ciao. So, I'm here with Sid Singh from India. You came a long way here. And first of all, I want to ask you, how did this fusion happen of Maxelride and your brand Trip Machine? So, we've been working with Baron Bowl for a couple of years now, I think about 4 years. And when Matthias said that he's doing something that is crazy, that's not been, that, you know, in the Bavarian side of Germany, it's just a very nice reason to come down and be a part of the culture, you know. The Moto Festival is more adventure focused, we're more vintage focused, and we just want to bring a very vintage touch to motorcycle adventures, right? It always doesn't have to be practical. Sometimes your motorcycle needs to break down. And everything I've seen so far, it's handmade, it's made out of leather. Yeah. So, so at the moment, everything is made out of leather. But we do different things. We also do a couple of canvases. We're going to come out with our denims. Barring that, we also do coffee, but that's more back home. But everything is also made by us. It's not just handmade. It's also made by us within our small workshop back in India. That's amazing. Do you have a favorite piece yourself out of your collection? Oh, very difficult. I think, because my favorite piece is always the next one. All right, we'll see more of that soon. So yeah, we're just gonna keep going. Thank you. So, es ist natürlich auch immer wichtig, dass man mal hinter die Kulissen schaut. Und das machen wir jetzt zusammen mit der Barbara. Danke dir, dass du dir die Zeit nimmst. Und wir haben eben schon gesagt, du bist natürlich im direkten Kontakt zu den Menschen, die herkommen. Und es ist auch wichtig, mal zu fragen, wie zufrieden bist du? Weil du bist ja auch Teil hier der ganzen Orga. Und ja, wie fühlst du dich da? Also jetzt so am zweiten Tag, muss ich ehrlich sagen, die Resonanz bisher ist umwerfend. Also man hört nur, wie Leute sich freuen, dass es wieder stattgefunden hat, wie sie sich darauf gefreut haben, dass das Wetter auch natürlich passt im Gegensatz zum letzten Jahr. Wie viele auch erzählen, dass sie schon vor Monaten Urlaub sogar gebucht haben, dass sie hier sein können, aus ganz Deutschland hierher gekommen sind. Und also bis jetzt waren es nur fröhliche Gesichter, gute Laune, entspannte Gesichter. Also es ist sensationell von der Resonanz, die wir hier zu spüren bekommen.
Auch von der Internationalität, die ihr euch ja auch wirklich als wichtigen Punkt genannt habt, hast du auch das Gefühl, das hat wirklich gefruchtet, also Leute von überall? Naja, jetzt nicht wahnsinnig viele, aber sagen wir mal so, wir mussten schon sehr oft Englisch mit Kunden uns unterhalten oder mit Besuchern unterhalten oder versucht haben, Spanisch oder Italienisch zu sprechen. Also es ist durchaus, es hat schon international, sind ein paar gekommen. Ich denke aber, es ist nur ein kleiner Bruchteil. Aber immerhin, man hat auch im Ausland von uns gehört. Das ist schon schön. Also wir haben tatsächlich auch zu manchen Besuchern hier auch schon in Kontakt gestanden und wir haben so oft gehört, wir haben echt das Gefühl, das wird so eines der europäischen Festivals, wenn es so um Custom Adventure geht. Das ist natürlich dann super schön. Das ist, ich meine, man hat natürlich einen Gedanken, bevor man das überhaupt macht, wo will man hin und wer wäre so ein Vorbild? Und natürlich orientiert man sich da ein bisschen dran. Aber dass wir schon nach dem ersten Mal es geschafft haben, dass die Leute gesagt haben, sowas fehlt gerade, vor allem in Deutschland, das war für uns der größte Ritterschlag. Und natürlich auch ein Grund, dass wir gesagt haben, das müssen wir weitermachen. Wir können jetzt nicht sagen, einmal und gut ist. Und wir werden wahrscheinlich verrückt genug sein, das wieder zu machen und wieder zu machen und wieder zu machen. Hoffentlich, auf jeden Fall. Also wir sind hoffentlich nächstes Jahr wieder mit dabei und wir sind ganz gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Ich danke dir. Dankeschön. Okay, next stop, we're here with Revit. I'm sitting next to Jordi. And I think as a brand that produces off-road gear, I want to ask you, what do you think is the most important aspect to keep in mind when developing gear? I think there's a lot to say about it. I mean, there's a lot of different riding on off-road. I mean, do you go on like a long distance travel to Africa? Do you go, you know, on a quick weekend with your buddies, just having fun without really a destination? Are you just playing around or are you trying to make like kilometers? I think for every sort of riding, we try to develop gear that, you know, fits the best with their types of travel, either if that's in like really hot conditions, or of course you gotta focus more on like ventilated mesh, air gear, or if it's like very cold, rainy winter conditions, then the most of the stuff we do then is like either with Gore-Tex, or we have our own Hydratex waterproof liners. So for the more playful rider, we have the Dirt Collection, which is built a bit modular. So you can work with like ventilated pants, and under that you have like mid layers, base layers, top layer over it, so that you can really easily adapt to the conditions you're riding in. At 1 minute it can be 20 degrees and it can be hot as hell. And the next minute some rainy storm can come in and you can put like a waterproof shell over it. We try to make it flexible so that people can easily adapt to the conditions that they're riding in. That's amazing. So you told me yourself that you have off-road experience. Do you have some kind of funny or dangerous story? Like, what was the worst or best condition that you ever rode in? Good question. Well, I can maybe... What was a really good experience, I don't know if it's like a weird story or anything, but for me what was a really good experience was 1.5 years ago we did a collection shoot for Revit in Oregon, and we were shooting for 4 days and we added an additional day because the crew over there, they worked so hard. We wanted to chill because, you know, you build a bond after you work with like a crew for a couple of days, and we needed to go for a ride as well, like after the shooting. So those guys over there, they took us out for like a great trip in the backcountry of Oregon, and it was just the best day ever. We had a lot of different levels of riding, from like completely beginner to guys that have already been riding for 20 years. But what I loved about that, and what I love about off-road riding in general, that it's not really so much about your skills or how good you are. It's about, you know, getting together with a group of friends and just having fun, just playing around, messing around, and don't judge anybody on their skills, but just enjoying their times. And that was for me, like personally, like a really good experience. Like, I still have good memories of that. That's amazing. So you think the spirit of this festival too, like this, just enjoy it, international, everybody has fun, that's your kind of spirit, Revit. Yeah, that's what I like walking around here. Like, you see familiar faces, you see friends, you see people that, you know, you've either seen at other events or during a trip, or you've met digitally. Like, a lot is happening digitally as well. And it's just amazing to hang out with these people. And that's what we're trying to do here as well. You know, like, create a sort of hangout where people can just come by, chill with us a little bit. We have a few products to show, but we also brought all of our ambassadors and our friends with the bikes. Just to meet the people, you know, that are like-minded, and it's a great day. What else do you want?
Yeah, it's truly amazing. Thank you so much for your time, and I hope we'll see each other next year. Sure will. Thank you very much. Nächster Halt, wunderlich. Der Herbert hat sich die Zeit genommen, hier mit mir zu sprechen. Und vielleicht erstmal, um auf das Event einzugehen, du hast ja eben schon gesagt, auch weil du von Touratech kommst und ihr jetzt mit Wunderlich hier seid, was fällt dir denn besonders positiv auf? Also auffallend tut mir, dass hier wirklich die Leute sind, die mit ihrem Motorrad Abenteuerreisen unternehmen wollen, die wirklich irgendwo nach Afrika irgendwelche Offroad-Strecken machen wollen. Und das ist für uns hier, also wir sind in dem Bereich noch nicht so bekannt, aber es ist die Chance, einfach zu zeigen, dass wir das auch können, unsere Teile das können. Auf jeden Fall. Vor allem, ihr habt ja jetzt auch Harley, Ducati mit ins Boot geholt. Was ist denn von den neuen Modellen an den neuen Motorrädern so ein Teil, vielleicht ein Schutzbügel oder eine Tasche, die besonders gut ankommt, die vor allem in dieser Adventure-Sparte Reise-Enduro sehr gut ankommt? Ja, das Seltsame ist, dass trotzdem die klassischen Teile, die wir verkaufen, besonders gut ankommen. Also Windschilde in allen möglichen Versionen, auch Koffersysteme natürlich, auch im Adventure-Bereich, Softbags, klar. Aber Sitzbänke. Das heißt, auch der Adventure-Fahrer will, wenn er mal 800, 900.000 Kilometer fährt, möchte er da nicht irgendwie so Extremschmerzen spüren. Und da kommen viele Fragen zu dem Thema. Das glaube ich dir. Das kann ich mir vorstellen. Bei längeren Touren, das ist, glaube ich, wirklich auch ein Unterschied. Okay, habe ich da jetzt nach 500 Kilometern mir den Po platt gesessen oder nicht? Und auf die nächsten Jahre bezogen, ihr wollt auf jeden Fall mit dabei sein, nehme ich an. Wir werden dabei sein, auf jeden Fall. Sehr gut. Ich hoffe, wir sehen uns dann. Ja. Und ja, für uns geht's weiter. Alles klar, danke dir. So, wir haben die Airbag-Weste jetzt schon bei Climb, bei Held gesehen. Es gibt natürlich noch 7 weitere Marken, die da diese Kooperation haben, und zwar mit InnenMotion. Ich stehe hier beim Holger. Hallo Holger, danke dir, dass Servus. Du die Zeit nimmst und auch Vielen du. Dank. Und ja, es interessiert uns natürlich noch mal ein bisschen mehr im Detail. Die Frauke hat schon ein bisschen was erzählt, genau zu verstehen, wie funktioniert dieses System überhaupt. Okay. Prinzipiell, wir arbeiten mit mehreren Marken zusammen. Am europäischen Markt sind, glaube ich, die wichtigsten schon genannt. Am deutschen Markt, wir haben Climb, wir haben Held, wir haben X aus der Schweiz, wir haben Furigon, RST für den Rennbereich, wir haben Shot für MX. Und das führt mich in der Überleitung schon dazu, wie das System funktioniert. Das System besteht aus 3 Komponenten. Dem Airbag, also der Hardware des Airbags, dem Algorithmus und dem Steuermodul. Und dann als dritten Teil quasi die Logik, die dahinter steckt. Okay? Bei der Logik, die dahinter steckt, meine ich nochmal eigentlich wieder den Algorithmus, denn wir haben für verschiedene Anwendungsbereiche unterschiedliche Algorithmen. Das heißt, du hast eine App, über die du dein Airbag steuerst, und in dieser App wählst du aus, was deine Aktivität. Fahre ich Track, fahre ich Motocross, fahre ich Enduro oder natürlich die MySafe-Anwendung, fahre ich Straße. Fertig. Wenn man das ausgewählt hat, weiß der Algorithmus, wie er die Daten, die er aus dieser Box bekommt, entsprechend interpretieren kann. Wenn wir jetzt uns die ganze Sache anschauen, könnten wir uns über 1000 absurde Zahlen unterhalten. Also das Geile ist, dass der Airbag selber, nicht der Rechenanteil, sondern wenn ein Airbag beschließt, dass er auslösen muss, ja, dann dauert es 30 Millisekunden. Das ist so eine absurde Zahl. Ja? Der Airbag, der Algorithmus, misst mit seinen Sensoren 1000 Mal in der Sekunde. Ja? Die Verarbeitung der Messung dauert 30 Millisekunden. Das heißt, von dem Messen bis zu einem komplett aufgeblasen sein, braucht ein Airbag 60 Millisekunden. Genau, Demonstration. Genau, weil ich glaube, dass die Fakten kann man auf Webpages nachlesen. Man kann es sich erarbeiten, man kann immer zu uns an Stand kommen, man kann in alle Shops gehen. Aber das mal zu sehen, wie so ein Airbag quasi aufgeht, ist an sich am sinnvollsten, weil auch sich immer wieder zeigt, wenn Endverbraucher von einem Airbag denken, denken sie immer so an Michelin-Männchen. Sie glauben immer, die sehen danach so aus, so komplett aufgeblasen. Deshalb noch ein Tipp zum Schluss, bevor wir meinen jungen Kollegen hier in die Luft jagen. Wenn ihr euch ein Airbag kaufen wollt, nehmt immer eure Jacke mit in den Laden. Das ist super wichtig. Kommt mit eurer Jacke in den Laden und dann kann man eben den Airbag anziehen und dann kann man sehen, ob die Jacke drüber passt. Das ist das Wichtigste. Das ist der allerwichtigste Tipp überhaupt. Dann bleibt uns nicht mehr viel. Dann müssen wir jetzt den Michelangelo, der sich schon ganz vor verfreut, in die Luft jagen. Dann machen wir das mal, oder? Ich muss ganz kurz mit meiner Technik arbeiten. Bist du schon aufgeregt? Ein bisschen. War ich damals auch. Wurdest du schon mal hochgejagt? Auf der E-Mod, ja. Auf der E-Mod, oh, ja. Perfekt. Okay. Das heißt, jetzt nochmal zur Relation. Ein letzter irrationaler Wert.
Eine Demo-Auslösung dauert 200 Millisekunden. Okay, die ist ein bisschen langsamer. Nochmal, was ich gesagt habe, 30 Millisekunden dauert es im Fall eines Sturzes. Das heißt, das, was ihr seht, ist 7-mal langsamer als in Realität. Das ist einfach nur absurd, macht die Sache aber so spannend und finde ich eben so faszinierend. Michelangelo, vielen herzlichen Dank, dass du dich zur Verfügung stellst. Ich lege jetzt los. Perfekt, ihr habt es gesehen. Und jetzt zum Abschluss noch ein Teil. Ein Airbag ist ein Überraschungsei. Ihr habt drei Sachen in einem. Ihr habt einen Rückenprotektor, ihr habt einen Airbag, der schützt Rücken, Nacken, Brust, Bauch. Aber das Allergeilste, wirklich das Allergeilste und das Allerwichtigste ist, dass ein Airbag als Neckbrace funktioniert. Kann ich überschlägt? Exakt. Das heißt, der Airbag nimmt dem Helm den einzig negativen Aspekt, den Helm hat. Das ist wirklich das Allerbeste. Also man muss immer dazu denken, Motocrosser, Endurofahrer und so, die kennen alle Neckbraces. Trackfahrer kennen alle Neckbraces. Straßenfahrer fahren immer ohne Neckbrace. Straßenfahrer haben immer diese Gefahr. Der Schutz vor dem Überdehnen oder Überstauchen durch das Aufschlag mit dem Helm, durch den Airbag, ist das beste Feature an dem Produkt überhaupt. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Das ist doch ein Argument. Also stimmt, ne? Absolut. Super cool. Ich danke dir. Ich danke dir fürs Explodieren. Danke. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Ich hoffe auch. Vielen herzlichen Dank. Euch danke. Noch eine gute Messe. Danke dir. Vielen Dank. Harley Davidson darf natürlich auch nicht fehlen. Ihr seid dieses Jahr das erste Mal mit dabei. Auf diesem Event bei Maxxaride. Ist ja das zweite Jahr jetzt, dass es stattfindet. Aber auch wenn es hier eher an den Tourenfahrer geht, hast du gerade schon gesagt, die Panamerica vor allem kommt sehr gut an. Ja, die Panamerica, klar, ist hier nachgefragt, weil der klassische Tourenfahrer in dem Segment bisher ja keine Harley kannte, erst seit 2-3 Jahren. Und nutzt das Angebot von uns gut aus. Wir haben deshalb auch 5 Panamericas dabei. Normal haben wir immer nur ein Modell vorrätig für die Tourenfahren. Aber wird, wie gesagt, Panamerica halt stark nachgefragt. Deshalb haben wir 5 Stück dabei. Es geht on-road, freies Fahren bei uns oder halt auf den Parcours mit unserem Instructor für die Panamerica. Und auch das Angebot wird gut genutzt, ja. Super. Nächstes Jahr kann man auf Harley zählen beim Event? Ich glaube ja. Wir wollen natürlich auch letztendlich, ja, Panamerica hier klar der Schwerpunkt, aber die Tourenfahrer nutzen auch das Angebot, dann mal eine klassische Harley zu fahren. Also entweder aus dem Cruiser-Segment oder hinten aus dem Tourer-Bereich. Ne? Da haben wir ja auch alles an aktuellen Modellen dabei. Alles klar, also ihr wisst Bescheid, egal ob Cruiser, Tourer, es ist alles mit dabei. Harley, stellt es euch hier hin und wenn ihr möchtet, probiert es aus. Ich danke dir. Ja, danke schön. So, Matthias hier von Bad & Bold, schon mal danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und wir haben schon mit der Barbara gesprochen und es ist, finde ich, auch nochmal wichtig zu sagen, wir sehen hier natürlich auch im Backstage immer, was alles hinter den Kulissen passiert, die ganze Orga, es ist so ein Aufwand. Was würdest du sagen, war denn so die größte Hürde, die ihr überstehen musstet, um das hier alles möglich zu machen? Also von meinem Part des Viererteams ist die größte Hürde die Wettersituation, die Wetterunsicherheit. Jetzt hatten wir dieses Jahr Glück bis jetzt, super Wetter. Dann kriegen wir das nächste Problem, dass sehr, sehr viele mit dem Motorrad kommen. Dann ist die nächste Hürde Parkplatzsituation. Und so spielt sich das den ganzen Tag, das ganze Wochenende durch. Also es hört nie auf, fängt beim Wetter an und zieht dann so einen Rattenschwanz mit sich. Also ihr musstet wahrscheinlich extrem flexibel sein, weil es gab dann doch Regen, jetzt ist es super heiß, ihr musstet so ein bisschen umdisponieren, ne? Ja, es gab letztes Wochenende starken Regen, das heißt die Wiesen waren durchnasst, wir mussten den Plan ändern, jetzt war es extrem heiß, jetzt kommt vielleicht wieder Regen, also es ist immer so ein Hin- und Herspiel, was man einfach nicht im Vorfeld planen kann. Aber es sind tatsächlich, wir haben auch schon gesehen, sehr viele Menschen, die dann doch zelten hier. Ihr wünscht euch bestimmt, dass nächstes Jahr noch mehr Leute da sind, oder? Auf jeden Fall. Ich meine, wir finden es so geil, dass dieses beim zweiten Mal schon so viel mehr gekommen sind. Also das motiviert uns ja und klar, wir haben hier noch Platz. Ihr habt es gehört, es ist noch Platz da, also nächstes Jahr kommt alle ran. So, wir haben uns hier bei Ballerosso eingefunden. Ich sitze neben dem Andi, danke, dass du dir die Zeit nimmst, vorab schon mal. Und ja, mich interessiert natürlich,
Vor allem, weil wir später auch noch eine Tour fahren. Wie kommt denn dein Angebot hier, Schottertouren, geführte Touren, wie kommt das bei den Maxxl-Ridern an? Ja, also kleine Geschichte. Letztes Jahr hatte ich mit der Silke Kontakt, die es organisiert. War dann ganz begeistert, dass ich hier relativ viele Schotterstraßen kenne, die legal zu befahren sind. Das ist mir ganz wichtig. Nichts Illegales, Enduro-Cruisen. Und die Leute waren letztes Jahr so begeistert, dass wir versucht haben, ein paar Instruktoren und Tourguides zu archivieren oder zu motivieren, hier mitzumachen. Das Ganze ist No-Profit. Und haben heuer 9 Instruktoren, die mir helfen. Und kommt sehr gut bei den Teilnehmern an. Die haben riesen Spaß. Es sind 50 Kilometer, davon 26 Kilometer Naturstraßen. Ganz easy, nur Gravel Roads, durch den Wald, über eine Wiese, und den taugt es total. Und da letztes Jahr so gut angekommen ist, haben wir es heuer erweitert. Und es ist quasi von der Crossmaschine bis hin zur Reise-Enduro alles dabei? Nein. Es sind wirklich nur Reise-Enduros, egal ob es eine Dualsport-Enduro ist, also eine 400er Suzuki DRZ zum Beispiel, geht auch. Keine Motocross-Motorräder, keine Sport-Enduros, aber dann natürlich Yamaha, 700er Tenere, 1200er GS, 701er Husky, alles. Aber es spielt legal. Perfekt. Und auch zu eurer Spendenaktion. Vielleicht kannst du da noch mal kurz was zu erzählen, denn das ist ja auch alles für einen guten Zweck, ne? Ja, also Ganzes entstanden. Ich habe 16 Jahre lang noch in meiner Freizeit als Instruktor im Enduropark Hechlingen gearbeitet. Habe dann irgendwann aufgehört gehabt und dann habe ich aber festgestellt, dass mir die Teilnehmer fehlen. Total Spaß hatte, immer mit den Teilnehmern Leute kennenzulernen, Endurofahrer, weil Endurofahren ist so mein Leben. Und daraus ist dann Ballerosso entstanden in der Freizeit, mache ich seit 3 Jahren, das ist meine sozusagen Freizeitbeschäftigung. Ich schaue, dass ich nur so plus minus null rauskomme aus der ganzen Nummer und der Rest wird gespendet. Ich habe selbst eine Behinderung, ich habe Autismus, habe es natürlich relativ gering abbekommen, das heißt, ich kann relativ gut noch kommunizieren, brauche mehr Ruhephasen wie andere Menschen, wo ich mich dann einfach zurückziehe, aber ich komme damit klar. Kenne aber natürlich über Outcome. Eine Anlaufstelle ist es in Deutschland für Menschen mit Autismus, Menschen, die es viel stärker haben, da spende ich was hin. Dann spende ich für ein Radsportteam in Goma, in der Demokratischen Republik Kongo. Da gibt es ein Radsportteam für Jungs und Mädels, es sind über 50 Radfahrer. Jetzt muss man bedenken, in Goma gibt es nur 12 Kilometer Asphaltstraßen bei 2 Millionen Einwohnern. Also das ist halt ganz anders wie bei uns, beim Bruttosozialprodukt von 700 US-Dollar im Jahr. Also, und die sind total happy, wenn ich den habe ich heuer 3 neue Fahrräder schon runtergeschickt und das ist halt für den wie ein Ferrari. Und die fahren richtig Rennen und nehmen natürlich keine Drogen, sondern sie müssen halt trainieren. Ganz tolle Sache, wenn man Bock hat, Goma, Cycling Club, Facebook, alles vorhanden. Die unterstütze ich, Outcome oder auch so Sachen wie Ozean Cleanup, weil man heuer, was hier gesammelt wird, einen Teil davon spenden. Einfach, ich sage, Enduro-Fahrer, wir haben so viel Spaß und so geile Sachen machen können, dann können wir auch für die da ein bisschen was geben, die ja nicht so viel Glück gehabt haben und ja, aber auch kämpfen. Fürs Gute. Das finde ich super, super schön. Ich finde gerade bei so einem Event, die Leute sind so toll und ja, man weiß wirklich, okay, man tut auch was. Total entspannt hier. Genau. Und haben totalen Spaß und ja. Entschuldigung. Alles gut. So ist das am besten. Genau, also wenn ihr vielleicht auch mal eure eigene Ballerosso-Tour bucht, dann wisst ihr am Ende der Tour, wo das Geld hingeht. Super Sache, ich danke dir und wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr wieder. 1000 PS, Dankeschön. So, wir sind jetzt wirklich vor 5 Minuten zurückgekommen von der Schottertour mit Ballerosso. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und es war ein einziger Fahrspaß. Es hat
unglaublich Laune gemacht, wirklich. Also auch die Truppe, nochmal vielen Dank, dass da alle so geduldig waren. Denn wir haben zwischendurch ein paar schöne Aufnahmen für euch gemacht. Man sieht an meinem Gesicht, es war ein staubiges Unterfangen. Aber auch das bleibt nicht aus. Und klar, es war super heiß, was auch noch dazu kam. Aber es war wunderschöner Sonnenuntergang. Jetzt gerade hinter mir ist die Sonne noch ziemlich tief am Himmel. Es war echt wunderschön. Es hat Spaß gemacht. Es war Schotter, Straße, alles mit dabei. Und das würde ich mir definitiv für nächstes Jahr auch nochmal merken. Also schalte auf jeden Fall vorbei, falls so ein Mischmasch aus Offroad und Onroad etwas für euch ist. Und ja, vielen, vielen Dank für das Erlebnis. Neben mir der Robin von High Enduro End. Wir müssen ja auch unbedingt mal stoppen. Wir waren ja schon bei Honda und da wurde uns gesagt, sie haben tatsächlich auch mit euch eine Kooperation. Hier, man sieht schon im Hintergrund die Africa Twin und es ist rege Anfrage. Auch hier wuselt es noch alles, obwohl es schon relativ spät ist. Wie ist es dazu gekommen? Ja, dazu gekommen ist es eigentlich so ein bisschen leicht durchmischt. Ich war mal bei einem Event und bin mit einer alten Honda Africa Twin das Event gefahren. Und dann hat das zufälligerweise die Evelyn von Honda gesehen und meinte, wer ist der Typ auf dieser alten Africa Twin? Soll sich doch mal bei uns am Stand melden. Und dann hat sich das halt ergeben, da habe ich erzählt, was wir machen. Offroad-Trainings, Hard-Enduro, Reise-Enduro. Und so kam das dann, dass wir gesagt haben, hey, wäre doch cool, lass uns das aufstocken mit Leihbikes. Das heißt, wir bekommen von Honda immer am Anfang der Saison, ungefähr im März, circa 13 bis 15, 18 Afrika Twins, Transalp und auch die CRF 300. Und dann können die Leute bei uns so ein Motorrad mieten und können Training bei uns machen den ganzen Tag. Und auch hier beim Festival, seid ihr das erste Mal mit dabei? Nee, wir sind eigentlich mehr oder weniger von Anfang an mit dabei und haben das letztes Jahr auch schon gemacht, die Trainings. Und da kann bei uns hier heute auf dem Event ein 2 Stunden Schnuppertraining machen, so mal ganz kurz die groben Sachen, wo es um Offroad-Fahren geht. Hier vorzugsweise mit Reise-Enduro natürlich, kleine Basics, um dann später natürlich das Ganze ausführlicher bei uns im Ultraterrain, im Offroad-Park dann genießen zu dürfen. Also ihr habt gehört, wenn ihr euch da mal rein fühlen möchtet, egal ob ihr Anfänger seid, Fortgeschrittener, Profi, ich denke, jeder wird da mitgenommen, so da, wo er ist. Und ja, auf jeden Fall. Sport-Enduro. Ganz wichtig. Also, es geht auch ein bisschen zackiger zurecht. Genau, auch Erzberg-Vorbereitungen, wer es möchte. Gibt es bei uns auch. Also schaut auf jeden Fall vorbei, wenn das etwas ist, was für euch interessant ist. Und ich danke dir auf jeden Fall. Danke auch, wir würden uns freuen. Danke. So, wir haben jetzt schon mit dem Roel, mit dem Matthias, mit der Barbara gesprochen. Die Silke darf auf keinen Fall vergessen werden, denn hier gibt es auch einen Punkt, der, finde ich, auch super wichtig ist. So viele Menschen stehen wirklich hinter diesem Projekt, hinter diesem Event. Vielleicht kannst du da so kurz noch was sagen, denn ich glaube, das darf nicht vergessen werden. Sehr gerne. Also für mich ist es einfach überwältigend, jetzt hier so an Tag 2, wenn ich sehe, wie viele Helfer wir hier haben. Wir haben über 70 Leute, die uns hier freiwillig helfen. Die stellen sich bei über 30 Grad für 6 Stunden an den Parkplatz. Die rennen hoch und runter, versorgen Leute mit Getränken. Die melden sich nach 6 Stunden freiwillig und sagen, hey, wenn noch irgendwo was zu tun ist, wo kann ich helfen? Ich komme nächstes Jahr unbedingt wieder. Ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich das sage. Und ich frage mich so manchmal, wenn gerade wieder irgendwo eine Panne ist, wo du von A nach B rennst, warum mache ich das? Es könnte einfach so entspannt sein, der Sommer, der August. Und in solchen Momenten, da merke ich, genau dafür mache ich das. Wenn ich dann sehe, die Begeisterung in den Augen, das Feedback bekomme und einfach alles funktioniert, das ist ein unbeschreibliches Gefühl und da rentiert sich einfach jede schlaflose Nacht. Also ja, ist einfach. Das glaube ich dir. Vor allem, was ich auch extrem positiv finde, es sind super viele Frauen, ne, mit dabei, die wirklich mit anpacken. Oh ja. Und auch nicht nur da stehen und was Schönes über das Produkt erzählen, sondern richtig auch hinter den Kulissen werkeln. Ne? Das finde ich auch wirklich, ist mir super positiv aufgefallen. Ja, nee, also absolut. Das ist auch ein Spirit in dem Team, da hilft jeder jedem. Und der eine springt hier ein, weil der andere mal schnell irgendwie eine Bike-Runde drehen möchte oder möchte sich irgendwas angucken, dann wird mal schnell getauscht. Also das funktioniert einfach. Natürlich ist es auch für uns immer wieder schwierig, diese Masse an Helfern zu koordinieren. Wir sind ein kleines Team, wir machen das ja nebenbei, wir machen das nicht hauptberuflich. Du könntest mit dem Event wahrscheinlich eine ganze Agentur beschäftigen. Im Prinzip sind wir ein Viererteam, die das hier steuern und auch wir lernen täglich dazu. Und letztes Jahr war die Feuertaufe, die haben wir bestanden. Dieses Jahr ist Jahr 2, da wollen wir natürlich nicht nachlassen. Es ist auch für uns immer unter Strom, dass das alles läuft und dass man niemanden vergisst. Wenn da mal einer hinten runterfällt, dann ist das keine Absicht. Aber es ist einfach ja ein Wahnsinn, eine wahnsinnige Aufgabe, dieser ganze Trupp hier, der hier an einem Strang zieht, um das hier möglich
möglich zu machen. Und das ist Wahnsinn. Ja, und neben den ganzen Helfern möchte ich mich natürlich auch bedanken bei den ganzen Marken, den Ausstellern, die hier bei uns sind. Wir haben viele, die letztes Jahr schon bei uns waren, die quasi beim ersten Event schon gesagt haben, hey, wir sind dabei. Die sind jetzt wieder mit dabei. Das ist für uns eine Wahnsinnsbestätigung. Und dann haben wir viele neue Marken auch mit dazu gewonnen. Auch gerade die Hersteller, die jetzt ihre Probefahrten anbieten. Der große Harley-Truck, da habe ich Gänsehaut bekommen, als der auf den Parkplatz gefahren ist. Richtig. Und ich dachte mir so, wow, die kommen hierher mit diesem Ding, weil wir uns das ausgedacht haben, dieses Event zu machen. Also da möchte ich mich bei allen bedanken, die hier an uns glauben. Das ist ja auch eine Vertrauenssache, dass wir das Ding hier wuppen. Und danke an alle Marken und Aussteller, die hier sind. Und wir hoffen, dass euch nächstes Jahr alle wiedersehen und ihr alle noch jemanden mitbringt. Ihr habt es gehört. Und auch von uns, von 1000 PS, vielen, vielen Dank, dass ihr uns da das Vertrauen gebt, dass wir alles einfangen. Ich glaube, das ist auch wirklich eine Ehre, dass man bei so einer wirklich auch frischen Sache, bei so einem Event, was so viel Potenzial hat, die Möglichkeit hat, das zu berichten. Ne? Also danke dir. So wie auch ich auf der schönen Husqvarna neigt sich der Abend dem Ende zu. Das Event kommt zu seinem Schluss. Ein riesen Dankeschön an alle, die das möglich gemacht haben. Auch, dass wir hier sein durften und das Ganze zusammenfassen, einfangen durften. Es war ein wirklicher Fahrspaß, ein Spaß, die Menschen kennenzulernen aus aller Welt. Also, wenn ihr Interesse habt, lasst uns in den Kommentaren wissen, was war euer Highlight des Videos. Habt ihr richtig Lust, nächstes Jahr mit dabei zu sein? Lasst uns wissen, lasst ein Abonnement da, ein Like für das Video. Und natürlich hoffe ich, ich darf nächstes Jahr wieder hier sein und den gleichen Spaß genießen, wenn nicht noch viel, viel mehr mit viel mehr Menschen, die dazukommen. Also lasst uns wissen und bis zum nächsten Mal.